Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lotus Simulator. Heute stelle ich euch wieder ein paar Neuerungen am KT vor, was ich ja bereits im Forum schon angekündigt hatte und der Kartoffelphantom ja anhand von Bildern schon gezeigt hat. Ich habe uns mal zwei Traktionen und einen Solowagen gespawnt. An dem Solowagen zeige ich euch erstmal vorübergehend die meisten Neuerungen. An der Traktion links im Bild drehen wir, also mit der Traktion links im Bild drehen wir nachher noch eine Runde. Und mit der rechten Traktion gehe ich dann nachher noch auf die paar Fragen drauf ein, die ihrem Forum von euch gestellt wurden. Fangen wir aber erstmal an mit dem Solowagen. Den Solowagen habe ich soweit schon mal vorbereitet zum Aufrüsten. Den Aufrüstvorgang kennt ihr ja vom letzten Video, da hat sich nichts dran geändert. Allerdings neu hinzugekommen ist der Stromabnehmer. Ich meine, das Modell davor hatte auch schon einen Stromabnehmer drauf, das war aber noch der alte aus dem OMSI-Modell. Und der liebe Kartoffelphantom hat sich bemüht, den neuen Stromabnehmer zu bauen. Der FB500 von der Firma Stemmann ist wirklich sehr schick geworden. Hier und da fehlen natürlich noch ein paar Details, wie ein paar Stoßdämpfer etc. Das kommt aber alles mit der Zeit noch. Aber an sich funktioniert der Stromabnehmer, sowie die Animation, das wird auch noch überarbeitet. Aber die Fortschritte sind eindeutig zu erkennen. So, ja. Ich würde sagen, wir machen den einfach mal hoch. Ja, wie man jetzt in der Animation gesehen hat, der Stromabnehmer ist ungefähr bis zur Hälfte hochgesprungen und dann letztendlich bis an die Oberleitung. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Antrieb vom Stromabnehmer langsamer ist als der Stromabnehmer an sich. Also er fährt mal zu einer bestimmten Position und erst wenn der Motor dann soweit ist, fährt er dann vollständig hoch, so, damit dann die Feder entlastet wird. Und das ist, ja. Ja, dann wie gehabt, Schlüssel rein, auf ein, auf. Ja, so, Wagen ist aufgerüstet. Da ertönt schon gleich das Ibis. Ja, da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Neu dabei ist die SIFA, ja, die dann zweimal nach dem Aufrüsten betätigt werden muss. Ja. Was haben wir noch? Wir haben, um den Realismus ein wenig näher zu kommen, natürlich neue Lichter. Wir haben Warnblinker, die Begrenzungsleuchten sowie Anzeigenbeleuchtung und Scheinwerfer. Ja. Hinten natürlich auch. Da funktioniert soweit alles. Ja, Rückfahrlicht funktioniert, Bremslicht funktioniert, Blinker funktionieren. Achso, ja. Also bevor wir zur Klinge kommen, machen wir noch was anderes. Wir machen es mal ein wenig dunkler. Gegen 20 Uhr. Und jetzt sieht man nämlich auch, dass wir Armaturenbeleuchtung haben. Vom Tacho, vom Ampermeter, vom Voltmeter. Ja, nett, wir können das auch nochmal außen demonstrieren. So sieht das dann aus. Wir haben auch eine Kabinenbeleuchtung sowie eine Innenbeleuchtung. Da fällt mir schon direkt das nächste Detail ins Auge. Wir haben natürlich auch Innenanzeigen. Die Innenanzeigen, die funktionieren auch. Dann machen wir erstmal das hier Klackere hier aus. Und zwar geben wir ein. Moment, was machen wir?
klassisches Diorama-Ziel, Ringlinie. Da fällt mir schon der erste Fehler ins Auge. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das vorne auch der Fall ist. Nee, vorne ist in Ordnung. Ja, also das hinten wird natürlich noch gefixt. Das ist jetzt gleich ein Anregungspunkt für Kartoffelphantom. Dass er das dann dementsprechend noch fixen kann. Ja, ansonsten wir machen mal wieder hell. Das ist mir eindeutig zu dunkel. Oh. So ist schön. Ja. Ansonsten Außenanzeigen funktionieren soweit, Innenanzeigen funktionieren soweit, Armaturenbeleuchtung ist neu, die SIFA ist neu, den Totmann, den werden wir dann nachher bei der Traktion noch ausgiebig testen, beziehungsweise werde ich das vorstellen, wenn wir noch eine Runde drehen. Ja. So. Und hinzu kommt natürlich noch, dass wir erstmal das Licht ausmachen. Und natürlich, damit wir dann auch später was sehen, dass wir einmal mit Rechtsklick den Spiegel bis zu einer gewissen Position ausfahren lassen und dann mit der linken Maustaste den Spiegel auch noch verschieben können, dahin, wo wir ihn haben wollen. Ja, gut. Dann fahren wir den erstmal aus der Bildfläche. Ach so, noch ein Thema zur Klingel, da das auch eine Frage war. Also, dass die Klingel einmal bellt, ist beim Tatra ziemlich schwierig hinzubekommen. Also, ich kann ja mal ganz, wirklich ganz, ganz kurz. Ja, also, die Taste kaum berührt und das waren jetzt bestimmt schon 3, 4, 5 Schläge gewesen. Also, das. Ja, also, zumindest mit unseren Fahrzeugen, die wir da haben, funktioniert das nicht. Bei einem Niederflurfahrzeug ist das kein Problem, da kriegt man das hin, dass die Klinge nur einmal bellt, aber bei einem Tatra stelle ich mir das sehr schwierig vor. Also ich habe es jedenfalls noch nie hinbekommen. So, wir greifen uns mal die Traktion. Und zwar, Traktion ist fertig aufgerüstet, ja, wir können losfahren. So, und wir simulieren jetzt einfach mal einen Stromabnehmerschaden am ersten Triebwagen. Und zwar, ja, ist jetzt zwar nicht optisch zu sehen, wir stellen das jetzt einfach mal nach. Und zwar machen wir den Wagen erstmal aus. Fahren den Stromabnehmer runter. So. Nach hinten und nehmen die Batterie raus. So. Dann Hauptsicherung Stromabnehmer rausnehmen und die Motorgruppenschalter A und B rausnehmen. Dann stellen wir den OTZ-Schalter auf 2. Dann gehen wir zum zweiten Wagen, nehmen da die Batterie raus, sind wir noch im zweiten? Ja. Hauptsicherung Stromabnehmer hoch, OTZ-Schalter auf 1, gehen wieder nach hinten, legen die Batterie ein, funktioniert. Lassen den Stromabnehmer hochfahren. Gehen wieder in den ersten. Motorgruppenschalter sind raus. Rüsten ihn auf.
nicht? Habe ich was vergessen? Natürlich. Die Batterie müsste ich natürlich vorher auch noch einlegen. So. So, nun bekommt der erste Wagen seinen Strom vom zweiten Triebwagen über die Kupplung. Und wir können also von vorne fahren. Beziehungsweise wir steuern den zweiten Triebwagen vom ersten aus. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Da kam nämlich auch die Frage, ob man die Federspeicherbremse manuell draußen am Drehgestell lösen kann. Ja, kann man. Und zwar verknüpfen wir das gleich mal mit einer kleinen Situation. Und zwar stellen wir jetzt erstmal wieder den normalen Zustand her. Gehen also wieder nach hinten, nehmen die Batterie raus, gehen in den, abrüsten, Stromabnehmer runter. So. So, nehmen auch hier die Batterie raus. Dann gehen wir wieder nach vorne in den, also nach vorne in den zweiten. Sicherung Stromabnehmer raus. OTZ-Schalter wieder auf 2. So. Dann legen wir die Batterie wieder ein. Funktioniert. Gehen nach vorne. Legen hier auch den OTZ-Schalter wieder auf 1. Gruppen wieder rein, Hauptsicherung Stromabnehmer wieder rein, legen die Batterie wieder ein, funktioniert auch. So, kurbeln den Stromabnehmer hoch, schmeißen die Kiste wieder an. Kleiner Test. Geht. So. Was passiert, wenn man die E-Teile trennt bei einem aufgerüsteten Zustand? So. Um das rauszufinden, ziehen wir einfach mal am E-Teil. So. Nehmen wir einfach mal das. Es blitzt. Und nu? Der Wagen funktioniert noch. Der zweite nicht mehr. Wir haben auch keine Kontrolle mehr, da ja das E-Teil nicht, also da ja die E-Teile nicht mehr miteinander verbunden sind. Und das zweite Fahrzeug löst ja auch die Feststellbremsen nicht mehr, da der Wagen ja nun komplett tot ist. Die Batterie hat einen kurzen abgekriegt und das war's. Was machen wir nun? Wir lösen einfach die Feststellbremsen. Also die Federspeicherbremsen. An jedem Drehgestell. Klack. Ja, wie man hier... Beobachtet mal den kleinen roten Pfeil hier. Ja. Finde ich sehr geil umgesetzt. Wir machen das mal auf allen vier Seiten. So. Wenn wir jetzt nur wieder nach vorne gehen. Ja, man sieht, dass da hinten nichts mehr ankommt. Wie gesagt, E-Teil getrennt.
Batterie tot, alles. Und jetzt können wir ganz normal. Und hier rollt jetzt mit. So einfach geht das. So. Zu guter Letzt nehmen wir uns die Traktion hier hinten. Ja, spielen noch mal ein bisschen hier mit dem Ziel rum. Was nehmen wir denn? So, das haben wir hier eben schon mal gemacht. So, Kurs, zack, zack. So, Ringlinie. Tür und zu. An den anderen Fahrzeugen schon den Zaun flüchtig gehört. Jetzt hört das halt nochmal ausführlich. Der Sound ist natürlich auch noch nicht final. Ja, also da muss noch einiges angepasst werden. Aber so ist erstmal die Stille behoben und man hat erstmal einen kleinen Sound. Was natürlich fiktiv ist, ja, also kein KT schlenkt so weit raus. Nur damit das A-Teil nicht mehr so steif auf dem Drehgestell sitzt, da gibt es zurzeit sowieso noch ein paar Probleme, das umzusetzen. Aber irgendwann kriegen wir auch das hin. Erstmal müssen wir die Siefer löschen. Sollten wir jetzt auch ohne losfahren, meckert er sofort rum. Ja, also wir können wirklich nur mit Totmann. Totmann kann man natürlich auch in den Einstellungen deaktivieren, wenn man damit nicht fahren möchte, aber für alle, die real fahren, ist das natürlich auch mit eingebaut. Damit wäre ich am Ende angelangt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme gedauert hat. Wird schon ein bisschen gedauert haben. Bei dem Umfang, wir arbeiten auf jeden Fall fleißig weiter. Halten euch auf dem Laufenden und ich würde dann einfach mal sagen, bis demnächst. Tschüss.